Gute, meine Freunde, willkommen zurück zu Combat Mission Black Sea. Im letzten Part haben wir Kontakt gehabt, und zwar in diesem Gebäude hier. Ja, da war ein RPG-Schütze, den haben wir jetzt unterdrückt mit einem M240. Und ich glaube, einen Schützen haben wir auch verwundet hier drin. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ja, und das zweite Platoon ist immer noch auf dem Weg. Die sind ein ganzes Stück vorangekommen hier an der rechten Flanke. Ich denke mal, in diesem Part werden wir es schaffen, dass wir hier in diesen Teil der Stadt reinkommen. Und dann der Weg wahrscheinlich auch so frei ist, dass wir uns eventuell, das ist zumindest mein Plan, mit unseren Pionieren dann in diese Richtung vorarbeiten können. Das werden wir wahrscheinlich diesen Part nicht mehr schaffen, aber zumindest in die Richtung werden wir kommen. Die Base of Fire, die steht soweit. Also da gibt es nichts zu beanstanden. Das Einzige, was ich jetzt mache, wir haben hier ein paar Treffer abbekommen. Gott sei Dank hat es niemanden erwischt. Das war ein Wunder. Und meine Mörser verlagere ich jetzt quasi hier in diesen eher geschützten Bereich. Und dann sind die auch bald einsatzbereit. Und dann kann ich hier auch schön mit Mörsern wirken. Das ist der Plan. Ich bitte es jetzt schon mal zu entschuldigen, wenn meine Stimme ein bisschen komisch klingt oder mir das Sprechen manchmal ein bisschen schwer fällt. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Das ist noch so ein Überbleibsel von Polen. Da war es ein bisschen kalt. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich habe mich darauf gefreut, jetzt hier endlich mal wieder Combat Mission aufzunehmen. Und freue mich jetzt auch, diesen Zug auszuführen. Ja, wenn man nämlich gerade irgendwie für die Uni so Ausarbeitung schreibt, dann ist es echt viel angenehmer, das hier zu machen. Da freut man sich dann auch darauf. Aber sowieso immer. Gut, Kontakt haben wir scheinbar nicht mehr hier. Jedenfalls nicht viel. Wahrscheinlich den Kontakt gebrochen. Es gibt unseren Mörsern die Zeit, sich zu bewegen. Wir haben abgebaut. Sehr gut. Okay. Sicherung auf dem Dach steht. Forward Observer Team ist auch da. MG ist aufgebaut. Ah, da muss ich gleich nochmal gucken. Die haben das ja jetzt so ein bisschen deployed, sag ich mal. Ein bisschen, die haben es deployed auf ihr Dreibein. Ob die jetzt noch da drüber wirken können, das müssen wir sehen. Tendenziell neige ich dazu zu sagen, ja. Aber man weiß ja nie. Ansonsten keinerlei Bewegung jetzt hier. Was ist hier passiert? Hatten wir da irgendwie Kontakt? Nee. Gutes MG-Team setzt da jetzt über. Damit wir hier... Mein Plan ist es nämlich, das MG eigentlich hier oben reinzukriegen. Dann können wir nämlich die Straße, glaube ich, ganz gut abriegeln. Dann können wir auf jeden Fall, sollten hier Feinde sein, verhindern, dass weitere Feinde von diesem Teil der Stadt dort drüben hinkommen. Das ist zumindest der Gedanke, den ich dabei habe. So, die setzen da jetzt über. Meine Pioniere, meine Engineers sind auch unterwegs. Alles klar. Das heißt, das ist soweit okay. Dann würde ich sagen, beende ich den Zug jetzt hier. Das kann ich so akzeptieren. Wir müssen langsam auch mal ein bisschen Gas geben von der Zeit her. Und jetzt gucke ich gerade mal, ob ich Sicht habe. Nein, keine Line of Sight. Das heißt, wir müssen das MG wieder entdeployen. Semi-deployen sozusagen. Aber der konnte ja vorhin auch ganz gut wirken, als er es nicht aufgesetzt hatte oder aufgelegt auf das Dreibein. Von daher sollte das passen. So, jetzt aber schauen wir mal, was unsere Forward Observer so in Sicht haben. Auf jeden Fall diesen Bereich hier, auch da hinten ein bisschen was. Das heißt, ich könnte theoretisch auch auf jeden Fall ein Area, na, ein Point-Target setzen hinter das Gebäude, falls da irgendwas ist für die Mörser. Also die Forward Observer stehen da eigentlich ganz gut. Natürlich auch ein bisschen exponiert, aber was soll's. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Hier ist die Lage auch noch in Ordnung. Sind die eigentlich im oberen Stockwerk oder im unteren? Die sind im oberen. Okay. Dann könnte ich bei denen eigentlich schon mal gucken. Ja, super. Die haben Sicht auf die Straße. Kann ich das MG auf jeden Fall schon mal dahin bringen. Dann kann das da nämlich die Sicherung übernehmen für die. Und ich kann das Squad wieder frei bewegen. Dann lösche ich deren letztes Bewegungsziel. Und dann sollen die sich da oben rein bewegen. Huch. Und dann auch hier dann schön die Straße abdecken.
Aber wenn man das Target Arc ruhig mal ein bisschen größer. Man weiß ja nie. Sodele. Was ist eigentlich mit denen hier los? Warum laufen die eigentlich erst zurück? Hatte das einen Grund, dass ich diesen Befehl gegeben habe? Ich glaube nicht, oder? Das negieren wir doch mal. Ich frage mich auch, eigentlich muss ich dieses Kampfhaus ja nicht weiter sichern. Theoretisch könnte ich ja auch mich weiter in die Richtung begeben. Ja, gehen wir erstmal da rein. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie Sicht haben. Ob wir da irgendwie weiterkommen. Eigentlich, ich weiß nicht. Also wenn halt hier irgendwie was sitzt in den Flanken, dann wird es halt schwierig. Wenn wir da übersetzen, dann haben wir ein Problem, weil dann erwischen die uns von der Seite und es ist unschön. Eigentlich wäre es vielleicht besser, da Mörser runterzubringen, aber das werden wir zeitlich alles nicht schaffen. Da müssen wir mal schauen. Wie sieht es denn mit denen aus? Haben die eigentlich hier Sicht auf dieses Gebäude? Nee, man sieht echt einen Scheiß hier. Das Einzige, was die sehen, ist dieses Gebäude. Was ist mit denen? Ja, die haben aber Sicht da drauf, okay. Also zumindest ein paar Einheiten könnten wirken, sollte es dazu Kontakt kommen. Aber vielleicht schaffe ich erstmal die Pioniere da vorbei. Ja, natürlich eine Maßnahme. Die dürfen sich dann auch ruhig mal ein bisschen beeilen. Ja, ich will sie aber nicht zu sehr ermüden. Nichtsdestotrotz müssen sie langsam mal ein bisschen spurten. Damit wir hier mal ein bisschen vorwärts kommen. Ja, ich glaube, ich verteile jetzt noch ein paar Bewegungspunkte. Schauen wir das Ganze nochmal an, wo ich noch was basteln kann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ausführung, nächste Phase. Und wieder zurück. Ich habe einen Zug quasi übersprungen. Da ist nämlich original nichts passiert, außer dass unsere Mörser hier eingetroffen sind. Die sind aber immer noch nicht aufgestellt. Das wird in den nächsten Sekunden wahrscheinlich passieren. Das heißt, ab dem nächsten Zug haben wir dann Mörser-Unterstützung verfügbar. Und können anfangen, auf strategisch wichtige oder taktisch wichtige Ziele Mörser fallen zu lassen. Ja, schauen wir mal weiter. Hier ist immer noch Stillstand, da hat sich auch nichts getan. Also ich hätte ja fast erwartet, dass sich vielleicht hier sogar nochmal was tut. Hier in dem Compound, da tausche ich jetzt gerade die Position. Das heißt, das Squad hier oben, das geht nach unten. Und das MG geht oben rein und das erste Squad von unserem toten Platoon, das geht hier in Stellung. Ja, und dann können wir, denke ich mal, bald das Übersetzen einleiten. Allerdings will ich die Pioniere vorher noch mal ein bisschen vorholen, aber die sind auch bald ein ganzes Stück weiter vorne. Mal gucken, ob ich die vielleicht sogar zuerst übersetzen lasse. Wir werden sehen, weil dann haben wir ja wenigstens diese Gebäudegruppe hier zwischen uns und dem Feind, der sich wahrscheinlich hier befindet. Allerdings, wenn hier was drin ist, dann sind die da auf sich gestellt, weil ich glaube, die ganzen Einheiten hier können sehr schlecht auf diese Gebäudegruppe hier wirken. Müssen wir gleich mal gucken, wie das aussieht, wenn die hier in Position sind, ob die da unter Umständen zumindest hier dieses Gebäude mit Unterdrückungsfeuer belegen können, was aber auch nicht viel hilft, wenn der Feind hier auf dieser Seite sitzt. Gut, ja, Probleme eines Feldherren. Schauen wir mal, was jetzt in diesem Zug passiert. Sollte theoretisch nicht viel sein. Ich zoome mal ein bisschen raus, falls irgendwo doch mal Feindbewegung aufploppt, dass ich das sofort mitbekomme. Wir mit den Mörsern, Deploying, Spotting, jawohl, die sind deployed. Und die auch, alles klar. Achso, hier verschiebe ich noch ein Squad, dass die hier in dem Haus in Stellung gehen, dann haben die vielleicht auch Sicht hier auf diesen Bereich. Dann haben wir hier wirklich quasi eine durchgängige Base of Fire, wenn wir das mal genauer betrachten. Von oben. So. Kleine Pioniere läuft. Oh, große Sternstunde kommt noch.
erstmal in Stellung gegangen. Tut sich soweit nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Gleich ist die Hälfte der Zeit rum. Aber ich denke mal, wir haben auch viel geschafft. In der Hälfte der Zeit. Also wir sind ja schon fast so weit, dass wir den Angriff starten können. Und den Feind hoffentlich in einem effektiven und vor allem auch konsequenten Schlag vernichten können. Ist halt die Frage. Ich glaube, das können wir so akzeptieren. Wie der Status hier ist bei den Jungs. Okay, die sind jetzt gleich da in Position. Mhm. Wir machen mal Folgendes. Wir setzen einfach mal hier das Scout-Team über. Das Breach-Team. Das ist zumindest der Plan, den ich habe. Vielleicht fällt mir auch gleich noch was anderes ein. Ich weiß es noch nicht, aber das ist jetzt mein Plan. Wir setzen die mal über, lassen die Pioniere in Position gehen. Wenn die halt drüben ankommen, dann schicken wir den Rest nach. Ja, das ist Aufklärung für Idioten. Aber anderen Weg sehe ich jetzt gerade nicht. Und mal gucken. Ich will jetzt auf jeden Fall nicht meine wenige Mörser-Munition, die ich habe, verschwinden für irgendwelche Schüsse auf irgendwelche Gebäude, wo ich Feind drin vermute, sondern ich will das eigentlich auf bestätigte Ziele machen. Rauch haben wir ja auch nicht. Das heißt, ich muss hier irgendwie übersetzen. Vielleicht setze ich aber auch hier über mit einem Team. Eigentlich wäre das der bessere Weg. Mal schauen, wie ich das angehe. Müssen wir gleich mal sehen. Also, dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Ausführungsphase. Okay, was habe ich mir für einen wunderbaren Plan ausgedacht? Also, ein Team unter Sergeant Spence wird in einer Minute hier übersetzen. Und dann schauen wir mal, was mit dem passiert. Vorher sollten aber die Pioniere in Position sein. Die habe ich jetzt squadweise aufgeteilt, jeweils in Fireteams, damit die hier eine schöne Feuerlinie bilden. Dann haben wir hier zum Beispiel das mit dem M240. M240L, um genau zu sein, der modernsten Version davon. Und das dritte Squad hier von den Engineers, das lasse ich im Hintergrund. Das werden nämlich die sein, die übersetzen. Also eigentlich ist es das erste Squad, Entschuldigung. Das werden die sein, die durch unsere Reihen dann übersetzen, hier überspringen. Wenn ich hier soweit aufgeklärt habe und sich da nichts tut, damit die auf jeden Fall dann auch das beste Schussfeld hier auf das Gebäude haben. Und ich hoffe, dass die anderen zumindest grob in die Richtung wirken können, wenn die in Position sind. Müssen wir vielleicht gleich noch ein paar Target Arcs verteilen, fällt mir gerade ein. Damit die auch in die richtige Richtung gucken. Ja, und das ist soweit mein Plan. Achso, mein Platoon-Leader setze ich hier noch über. Dann habe ich hier mein ganzes zweites Platoon quasi hier schön auch in einer Linie, in einer Feuerlinie, um hier die Pioniere mitzudecken. Und natürlich auch die eigenen Kameraden, die jetzt hier gleich übersetzen werden. So, dann machen wir das noch schnell mit den Target Arcs. Whoop. Damit die auch wirklich in die richtige Richtung dann sichern. Ja, also keine trivialen Entscheidungen hier. Also wenn man Combat Mission wirklich so spielt, dass man möglichst viele seiner Jungs retten möchte, dann ist es ein sehr anspruchsvolles und tiefes Spiel, muss man einfach so sagen. Okay, schauen wir mal, was passiert. Achso, Mörser sind jetzt auch verfügbar. Sollten zumindest, müssen wir gleich nochmal nachgucken, ob die auch wirklich einen C2-Link haben. Und dann können wir auf jeden Fall Mörser anfordern demnächst. Wenn nicht, schicke ich vielleicht mal einen XO dahinter, weil der hat ja auch kein Funkgerät, oder? Hat er eins? Ich weiß. Oh, Schüsse. Schon wieder, als sie in das Gebäude da sind. Wo kommt das her? Und auf wen wird geschossen? Aha. Haha. Okay, hier in dem Gebäude also. Definitiv Feind in dem Gebiet. Ah, was haben wir denn hier? Hallo? Oh, die werden jetzt auch unter Beschuss genommen. Was bist du denn? Du bist ein Scharfschütze. Dumme Sau. Und von wem werden die beschossen? Vom zweiten Squad? Aha, okay. Also, in dem Gebiet haben wir auf jeden Fall Mörser. In dem Gebiet haben wir auf jeden Fall Feind. Das heißt, das ist ein Fall für die Mörser. So, jetzt haben wir es. Ja, machen wir keine Line of Sight hin.
Denn irgendein Offizier Line of Sight? Auch nicht. Das ist jetzt ärgerlich. Na, aber wenn ich jetzt das so mache. Ja, da muss man immer so ein bisschen rumtricksen. Man könnte auch ein Area-Target draus machen. Ich möchte eigentlich mal den White Phosphor ausprobieren. Bake and Shake. Kann natürlich versuchen, jetzt hier das Gebiet großräumig mit Mörser einzudecken. Solange wir selbst noch nicht in der Gegend sind. Weil nicht, dass da so eine Mumpel versehentlich daneben geht. Das wäre sehr schlecht. Ich will eigentlich einen möglichst kleinen Radius haben. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich das Gebäude dahinter nicht so wirklich erwische. Ist aber auch ein Gefrickel manchmal. Ich wünschte, man würde irgendwie grafisch angezeigt bekommen. Quasi ein ganzes Gebiet, wo die Sicht haben. Wenn wir jetzt aber sagen, wir machen das ein bisschen anders, das Area Target, wir machen das hier hin. Ziehen es darüber. Ist auch nicht gut. Und dass ich jedes Mal neu anklicken muss, das nervt auch. Wir könnten hier die ganze Häuserreihe beschießen. Ob das jetzt die optimale Lösung ist, weiß ich auch nicht. Hätte aber wahrscheinlich einen Suppression-Effekt. Aha, okay. Könnten also lineares Target bis da hinten machen. Ah, Moment, da war was. Ah, so. Jawohl. So, dann sagen wir mal. Ja. Leichter Beschuss. Kurz. Personal. Dann wären sie wahrscheinlich White Phosphor schießen. Ah, die sind ja nicht auf offener Fläche. Weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert. Mal ausprobieren. Ich glaube, tatsächlich ist es nicht ganz so effektiv, wenn die im Gebäude sind. Aber schauen mal. Ist auf jeden Fall angefordert. Und die Jungs sind auch auf jeden Fall in Position, so wie das aussieht. Das ist hervorragend. Müssen wir mal kurz gucken, wie die... Oh, die haben aber Sicht da drauf. Das heißt, ich muss die gar nicht übersetzen, das dritte Squad. Sondern ich kann gleich hier an diesen Häuserkomplex ran. Das ist hervorragend. Ja, und die werden jetzt gleich im nächsten Zug übersetzen. Ich würde sagen, den nächsten Zug gucken wir uns dann auch gleich an. Und wenn das da soweit safe ist, dann können wir nämlich unsere Pioniere nachziehen lassen. Okay. Schauen wir mal. Wenn wir bei 30 Minuten anfangen, hier reinzugehen in die Stadt, wäre das auf jeden Fall für den Zeitplan sehr von Vorteil. Oh, da ist nochmal der RPG-Schütze. Ah, die kriegen heftigen Beschuss da rein. Ja, keine Bewegung ohne Feuer. Kein Feuer ohne Bewegung. Ums. Ja, das mit der Base of Fire haben wir, glaube ich, ganz gut eingerichtet. Jo, Freunde. Shots over. Oh, unsere Mörser-Mannschaften sind schnell. Jo, die sind da. Perfekt. Ich muss sagen, so gefällt mir das doch richtig gut. Dann können wir, glaube ich, in der nächsten Phase des Gefechts anfangen, uns hier in diesem Gebäude auszubreiten. Wir haben es geschafft. Wir haben da übergesetzt sicher. Erste Feindeinheiten hier lokalisiert. Beginnen mit dem Mörserbeschuss und können im nächsten Teil anfangen, nachdem wir hier aufgeklärt haben, ja, ich glaube, Teile des zweiten Platoons erstmal überzusetzen, hier die Base of Fire weiter ausbauen
und dann später unsere Pioniere ebenfalls übersetzen und anfangen, hier uns durch diesen Teil der Stadt durchzuarbeiten, dass wir uns vielleicht wirklich hier diesen Häuserblock krallen und von dort aus dann natürlich die Möglichkeit haben, hier Feind zu bekämpfen. Ja, das wäre schön. Mein Optimum wäre ja, zweites Platoon quasi über den Weg, Engineer Platoon über den Weg und Suppression Fire auf dieses Gebiet von unserem ersten Platoon. Ja, schauen wir, wie es ausgeht. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sag bis denne und auf Wiedersehen.